Zwei Stück habe ich. Nee, da in der Wand war noch Kohle. Ach so. Umso besser. Oh, da ist die Schlucht. Okay. So, dann werde ich uns da mal vorsichtig runterbringen irgendwie. Die ersten sind schon auf 70 runter. Jetzt bei einem ist, wie gesagt, schön in die Luft gesprengt geworden, ne? Ja. Wir brauchen hier mal Licht. Ja, da haben ordentlich schon Leute verloren. Sag ich ja, und das in der Regel nur durch Mobs, ne? Oh, jetzt haben wir hier ein schönes. Das machen wir mal ganz schnell wieder zu. Also wie gesagt, wir müssen uns extrem vor Skeletten in Acht nehmen. So. Oh, Creeper. Mach keinen Scheiß, Mann. Nee, nee. So, mal hier ein bisschen ausleuchten. Da ist Eiser. Ich werde aber trotzdem hier mal noch ein bisschen weiter ausleuchten. Keine Lust hier auf Monster. Aber ich bin eh nicht mehr wirklich weiter. Ja. Ich bin in diesem einen Schrecker. So, ich muss mich mal da kurz um den Creeper kümmern. Beziehungsweise ich. Ja, das Wasser ist scheiße auszumachen. Wie komme ich jetzt. Moment. Ich komme an den Creeper ran. Ohne dass er mich nervt. Aber das Eisen möchte ich noch haben. So, ich mach mal noch ein paar Fackeln. So. Das Problem ist, die Schlucht ist sowieso viel zu hoch. Ne? Ich hätte eigentlich getippt drauf. Oder ich hätte gehofft drauf, dass die in Diamantenhöhe endet. Mhm. So. Da oben ist noch Eisen. Creeperline? Ich komme gleich zu dir. What wow. The fuck? Das waren 8 HP, die mir abgezogen wurden. Oh. Was hast du gemacht? So, aber ich bin unten. Irgendwo ist hier ein Zombie. Ihr könnt mal da runtergehen Richtung, wo der Wasserfall geht, ne? Ja, ich wollte mir gerade eben noch das Eisen holen. Das aber eine Eisen, was hier ist. Das eine Eisen. Eigentlich sind sogar noch zwei. So, ich werde mal bloß kurz das Ding ablaufen. So, immerhin. Oh. Haben wir eigentlich schon einen Eimer? Oh, ja, ich hab Gold gefunden! Oh, ich hab Gold! Ich hab zwei Eimer. Weißt du, wovor ich am meisten Angst habe in so einer Schlucht? Oh, da ist noch mehr Eisen. Hat schon jemand hier einen Ofen? Ja. Nee, Ofen habe ich. Den hab ich. Stell mal auf hier. Ich brauch dringend hier. Einen Ofen! Ja, so, ich mach mir einen Ofen. Da, Ofen. So, bam. Hat man noch Kohle? Schmeiß da mein Eisen auch rein. 6 Stück habe ich noch. Aber wir brauchen auf alle Fälle genug Kohle. Weil ich möchte ungefähr 10 bis 15 Öfen mit Cobblestone befüllen. Weil ich habe nämlich gerade schon aus hier vor lauter Vorfreude einen Goldblock hier mit Stein abgebaut. Und das, ne? Ihr wisst, was passiert. Hm? Du hast verkackt. Ich habe verkackt, ja. Wasser ein bisschen weg. So, komm, noch ein Dings hier. Ich bräuchte noch einen Stick. Ups. Okay. Das wäre voll cool. Ein Stick. Vicky, hast du noch Holz? Hier. Ja, ne? Und wir sollten vielleicht mal das ganze Essen braten, was wir haben, ne? Ja, aber das Essen machen wir gleich. Braten. Wieso ist denn jetzt hier Wasser reingelaufen? Darf Alter, erschreck mich nicht. Wieder. So, das machen wir gleich, weil ich möchte nämlich sowieso von der Schlucht, also ich möchte jetzt nicht die ganze Zeit in der Schlucht hier drin bleiben. Ach was. Sondern hier quasi gleich noch einen Gang weggraben von der Schlucht. Dabei ist es hier so idyllisch. Ja, wir müssen dann noch ein, zwei Koppel hier in den Ofen packen. Okay, damit wir den Weg zumachen können. Genau, dass wir hinter uns wieder zumachen können. Dann mache ich noch kurz einen zweiten Ofen. Wo seid ihr denn jetzt? Immer noch in der Schlucht. Da unten irgendwo. PvP wurde aktiviert. Also aufgepasst. War das nicht mal so, dass das Ding irgendwie miept, wenn man Aufnahmeunterbrechung machen muss? Oder muss man das dann selber rausfinden? Nö, normalerweise piept alle 15 Minuten das Plugin. Hat nicht gepiept. Bist du dann noch weiter nach unten gegangen? In der Höhle? In der Schlucht? Wer, ich? Oder ist noch irgendwer weiter nach hinten gegangen? Ich bin da, wo wir reingegangen sind. Ich mach da gerade mein Eisen fertig. Dann weiß ich, wo die anderen lang gegangen sind. Okay. Die haben sich die Schlucht ausgesucht, die wahrscheinlich direkt auf Diamantenhöhe ist.
Aber ja. So. Wir werden uns erstmal eine kleine Base machen. Ich werde da schon mal was vorbereiten. Erstmal nehme ich mir noch die Kohle mit. Auf jeden Fall hat bei mir nichts gepiept und gesagt, du musst die Aufnahme jetzt beenden. Oder ist das die erste halbe Stunde immer eine halbe Stunde? Die erste Folge ist 15 plus Begrüßung normalerweise. Also müsste in 3 Minuten das erste Bing kommen. So, ah, jetzt hast du schon nach unten gegraben, jetzt, ja. Was baut man sich ja, jetzt als erstes? Ein Schwert aus Metall? Also ich habe jetzt oder? 2 Eisenschwerter für uns gemacht. Eins brauchen wir noch. Gut. Ja, das mache ich mir dann. So, das Zeug wieder mitnehmen. Für was braucht man das Eisen dann noch? Rüstung. Und eine Spitzhacke, ne? Eine Spahitzhacke. Habe, du könntest mal zu uns kommen. Moment, ich mache eben noch die Spitzhacke. Wow, hier ist Lava, Achtung. Nicht verbrennen, ja? Nein, mach dir keine Sorgen. Bin gleich da. Und habt ihr schon einen Eimer? Ja, ich hab einen. Ich okay. Hab zwei. Also. Hast du schon Wasser mitgenommen? Jo, 2 Stück. Okay, für eine unendliche Wasserquelle, ja? Aber weißt du, wo die anderen sind? Weil, wenn wir hier Lava haben und Eimer. Ja, hier geh hinten, ne? Wenn du ganz hinter gehst. Also ich habe sie nicht mehr gesehen, das sind überall Fackeln. Geht's nochmal quer in eine Schlucht runter, die noch ein bisschen tiefer ist. Gut, Happe! Was denn? Komm! Ich mach mein Essen noch fertig. Wir haben doch keine Zeit, das kannst du unten machen. Gebe ich dir kurz meine beiden Eimer. Bin auf dem Weg für Zombies. Hast du noch einen leeren Eimer für mich? Nope. Brauchst du noch drei einen? Eisen? Pass auf, da unten ist die Lava. Ja, ja, ja. So, auf welcher Höhe sind wir denn hier? 13, 12, 11. 11 ist eh ausreichend von der Höhe her. Machen wir dazu. Dann mache ich oben hinter uns noch schnell zu. Ah, hast du schon. Mit Cobblestone oder mit gebranntem Stone? Mit Cobblestone. Ja, das ist schlecht. Du willst nicht, dass die das sehen, ne? Ja, aber natürlich. Na dann. So. Und habe, Achtung, hier okay. Überall Lava. Überall. Unter uns. So. Welche Höhe sind wir denn jetzt? Da unten, wo ich jetzt quasi zugemacht habe, auf 11. Ja, aber jetzt müssen wir doch so komisch Treppenmining machen. Ja, oder? Wir dürfen uns jetzt erstmal hier ein bisschen was ausheben für eine kleine Base, wo wir die Öfen reinstellen. Ne? Das ist erlaubt. Und von hier aus können wir dann quasi noch ein Stück nach unten gehen und dann wieder nach oben gehen. Meine Maus, der trinkt schon wieder in meinem Schweiß. Mm. Aber macht ja nichts. Lecker. Und habe ich schon erzählt, dass ich gerade eigentlich Klo-Probleme habe? Ich dachte, du hast eine Welt. Für alle, die es wissen möchten. Ich habe gerade irgendwie was Leckeres gegessen und war eben schon vor der Aufnahme großartig so. Mein Klo braun färben. Und im Moment ist es so, es drückt auch gerade schon wieder. Von daher kann ich nicht sagen, ob ich gleich losrenne und weg bin. So, ich habe hier noch so einen Ofen. So. Lol. Gut, ich mit meinem kleinen Ofen, den nehme ich dann mal wieder weg. Den kannst du ja auch da drin lassen, ne? Ist ja auch egal. Ja, so, da war Rosamund draußen. Ne? Dann tue ich da jetzt die Kiste hin, so. Wie viele Öfen braucht man denn da bitte sehr? Eine Menge. So, wie viel brauchte ich jetzt noch? 2. In den links unteren, da liegt 42 Kohle drin. So, denn jeden Cobblestone, den wir finden, hauen wir quasi in die Öfen für Level. Aber wir können doch nicht enchanten. Das macht ja nichts. Deshalb suchen wir jetzt Diamanten. So, das heißt jetzt, ich werde mich am besten von hier jetzt erstmal nach oben buddeln. Moment, ich sollte mir vielleicht noch eine Spitzhacke machen. Ich habe schon wieder keine Sticks, ne? Geh mal in die Kiste, da ist noch eine Steinbitzhacke. Da ist auch unser Eisen. Ich brauche eine Eisen. Falls ich Diamanten finde. Ja, da sind 7 Eisen drin. Ich brauche eher Sticks. Vorsicht, nicht, dass ich die schlage, Feature. Nee, keine Angst. Und von hier buddel ich mich dann quasi einfach treppenartig hoch. Genau. Oder und dann, runter. Wenn du auf 32 bist auf der Höhe, du kannst ja mit F3 hier dir das Zeug anzeigen lassen. Also wir haben immer ein Stack Kohle. Ich glaube, das sollte erstmal reichen. Gleich mal das Gold hier reindonnen. So.
So, dann würde ich jetzt hier nach oben gehen. Für Lava. Neben mir. Ist immer schön. Ich glaube nicht. Das Schlimme ist, ich habe nur ein zu essen dabei, aber ich habe die drei Äpfel Moment, in die Kiste Moment, unten Moment, getan. Essen. Soll ich essen. Achso, ja. Ich habe noch zwei. Soll ich unseren Nachbarn jetzt noch ein bisschen Lava vorbeibringen oder nicht? Oh nee, ich glaube, die sind schon weg, ne? Okay, gut. Und wie gesagt, ohne Rüstung, ohne Schwert würde ich gar nichts machen. Opfer mal noch unsere beiden Eier. Ist aber nichts rausgekommen. Für irgendwie jemanden neben mir. Das bin ich. Kloppen. Okay. Drei Blöcke neben dir. Und hier ist gerade Ding. Oh, ich glaube, wenn ich hier weiter buddel, kommt hier gleich Wasser runter. Wasser ist besser. Ah, noch mehr Lava. Habe, du hast schon ein Schwert gemacht? Ja, ein Eisenschwert. Gut. Cool, kein Wasser. Also im Fußboden ist hier überall Lava. Na super. Ja, das ist nicht schlecht. Da können wir uns später hier Obsidian machen, ne? Ja. Und da können wir eh ein bisschen Schummelportal machen. Indem Portal wir quasi den Boden schon nutzen, den wir haben. Oder mit den Eimern Formen gießen. Weißt du, wie ich meine? Ja. Also wir machen es halt immer, also ich habe es halt immer so gemacht, hier quasi die zwei am Boden nutzen. Du brauchst ja nur zwei am Boden. Soll ich das gleich schon mal machen? Weil ich meine, wir haben die Eimer. Ja, du kannst es halt nur noch nicht abbauen, ne? Nee, das meine ich gar nicht. Warte, hast du die beiden Eimer in die Kiste getan? Nö, hier, nimm sie gleich mal mit. Ich habe hier eine Höhle gefunden. Wenn du Gold findest, ist gut. Nee, ich finde hier nur Wasser und so ein Zeug. Da hinten ist auch schon ausgeleuchtet. Nee, hier ist ganz viel Lava, ist hier. Oh, da ist ein Creeper. Ach Moment, ich bin ja schon auf hier 35. Ich möchte ja wieder runter. Da, 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 da. Schöne Mario-Musik im Hintergrund. Ach, wie entspannend zu meinen. Blöder Creeper. Und den kann ich jetzt von da schlagen, oder was? Ich sehe schon kommen, was gleich im Chat steht. Harpe blew up. Nein. So kann man das nicht sagen. Oh, und Flint, apropos, ich habe 24 Federn. Das heißt, wir bräuchten jetzt nur ein paar Strings für einen Bogen von Spinnen. Kann ja was werden. Ja, das kann wirklich was werden. Also hier in dem Gang ist auf jeden Fall noch massig Eisen. Für mich sind gerade nur Diamonds wichtig. Nee, Eisen ist auch ganz wichtig, weil wir brauchen ja, wie gesagt, auch eine komplette Rüstung. Dreimal. Da geht einiges an Eisen drauf. Achtung, bei mir ist gerade relativ viel Lava. Also am besten nicht zu mir kommen. Und wir brauchen auch noch ein paar Eimer. Jeder muss sich noch einen Eimer Lava und einmal Wasser mitnehmen dann für den Fight. Was? Da muss man auch noch mit rumhantieren? Ja, aber natürlich. Wow. Das war knapp. Da war das Eisen. Ach, ich bin ja eh schon wieder auf 9. Aber ich probiere es jetzt trotzdem, mich hier mal bis Bedrock zu buddeln. What the fuck? Nicht sterben, Harper. Hier ist Lava direkt unter mir. Ich habe Redstone gefunden. Ja, aber dürfen wir keinen Fall machen. Bauen wir mal zu. Ja, aber es bringt gut Level. Und das verstecken wir mal, damit kein anderer. Was? Alucard left the game? Left the game. Joined the game. Oder? Vielleicht hatten die gerade Probleme. Möglich. Rein. Mein Diamantenglück, glaube ich, lässt heute wieder aus. Ich muss eh gleich mal zurückkommen, ich brauche was zu essen. Das Ding ist, wenn man jetzt unterirdisch bleibt, ich habe jetzt ein gebratenes Huhn dabei. Ja, ich habe 27 in den Ofen geschmissen. Ah, das ist cool. Da hast du aber ganz schön viele gefunden. Ja, Hühnchen gab es wie Sand am Meer. So, erste Spitzhacke durch. Von den Eisendingern? Ja,